Und mit diesem wunderschönen Anblick wünsche ich ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Eigencrafter. Hier von unserem kleinen Planeten, der schon langsam richtig schön aussieht, aber eben halt nur langsam. Und es ist noch viel zu tun. Wir hatten ja zuletzt hier oben... Ich komme nicht hoch. Ich brauche Treppen. Hier oben die ersten Ressourcen herangeführt. Ja, die müssen auch irgendwo verarbeitet werden. Und dafür würde ich die ganz gerne nach unten leiten. Sozusagen hier runter. Und wie ihr seht dort, ich habe schon mal eine Fläche vorbereitet. Auf dieser Fläche möchte ich die Sachen dann verarbeiten. Ich habe die Höhe hier gewählt, weil zum einen haben wir hier unser Quarz. Das müssen wir nicht von oben heranführen. Dann haben wir hier nochmal Eisenvorkommen. Stein haben wir sowieso. Und ein paar Meter weiter ist Kupfer. Nochmal extra als... Ja, hier haben wir nochmal Kupfer. Hier haben wir, hätten wir auch nochmal Eisen. Also dann haben wir zumindest die wichtigsten Ressourcen, die wir so standardmäßig brauchen hier. Denn ich würde ganz gerne noch zwei Lager hier oben hinstellen, wo ich die Ressourcen, die von oben kommen, dann einleiten kann als Endprodukt. Weil ich habe gemerkt, da braucht der Eisenträger, da braucht er den Draht, da braucht immer irgendwas. Ja, und weil er immer irgendwas braucht, renne ich halt immer wieder zur Werkstatt zurück. Und das möchte ich damit vermeiden, indem ich mir das direkt ins Lager lege. Ja, die Lagerhäuser sind soweit angeschlossen, die funktionieren. Das ist schon mal super. Ich habe mir mal von oben ein bisschen Beton kommen lassen. Und hier ins Lager rein, damit ich sozusagen beim Bauen nicht ständig jetzt losrasen muss. Das wird mich auf Dauer lästig. Ja, was hier mal wird, weiß ich noch nicht. Zumindest soll das eine große, lange Front werden. Die werde ich dann vielleicht farblich gestalten oder mal schauen, so passend vielleicht zu den Lagerhäusern. Müssen wir mal gucken. Ich habe mir erstmal noch eine Bauputze hier reingepackt. Erstmal, damit sie da ist. Was draus wird, müssen wir sehen. Ist erstmal so vorgesehen. Also die Fläche wird sozusagen nicht verstellt. So, und damit ich hier hochkomme, eine leichte Treppe. Ja, und jetzt wird es nämlich hier wild, weil das ist so ein Hoch und Runter und Auf und Ab. Und wir haben ja unseren tollen Superwagen. Und mit dem möchte ich jetzt einfach mal hier die Landschaft sozusagen kletten. Dass wir hier einmal eine Fläche haben, auf der wir gut arbeiten können. Hier ist nichts drunter, was uns eventuell dann später fehlen könnte. Aber zumindest haben wir dann hier einmal eine Fläche, die plan ist. Das ist halt das Schöne. Ohne Materialaufwand kannst du dir das plätten. Gute Sache, gute Erfindung. Wie gut das dann im Einzelnen immer arbeitet. Mal aufpassen hier, nicht, dass wir alles wegmachen. Weiß ich noch nicht. Das Schöne ist, die Notes verschwinden nicht mehr einfach, sondern die passen sich mit an. Was natürlich nur für die Notes gilt, für die Steine nicht. So, und dann haben wir jetzt hier einmal ja richtig die Kanten kletten. Das kann ich dann alle mal noch machen. Wichtig ist erstmal, dass wir hier eine schöne Fläche haben, auf der wir bauen können. Da wir viel bauen können vor allen Dingen. Weil eins habe ich mittlerweile festgestellt, wir brauchen viel Platz. Da die Förderbänder ja alle so ein kleines bisschen sehr ausschweifend sich anordnen. So, dann machen wir das mal hier zu. Ja, ich habe mir extra den Betonrahmen hier gezogen gehabt, damit ich ungefähr weiß, wo ich lang muss oder auf welcher Höhe wir uns bewegen wollen. Ich mich bewegen will. Ich rede immer von wir, aber ihr seid ja dabei. Ihr könntet mich ja rein theoretisch bremsen. So. Die Fläche einmal schön zu. Damit wir hier ordentlich Baufläche haben. Das macht so einen Spaß. Und hier muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, damit ich nicht ganz so viel, sonst muss ich es nämlich später damit wegmachen. Hingemacht ist es relativ schnell. Weg. Macht dann richtig Arbeit. So. Wupp.
So, nochmal zurück. Naja. Wenn sie ein bisschen drüber hinausgeht. Wie gesagt, ich mache hier dann eine ordentliche Betonwand hin, die das Ganze abschließt. Dort, wo ich den Holzeingang habe, will ich dann später wie so eine Treppe in der Mitte nach oben machen. Mal schauen, was es da für Möglichkeiten gibt oder was sich da so findet. Ist erstmal nur angedacht, sozusagen als Platzhalter. Schön zumachen, nicht dass dann Löcher da sind. Man kann sich halt hier echt vor Nusstuhlen. Das ist ja echt. Klar, man könnte alles ganz nach unten holen, also auf den tiefsten Punkt runtersetzen. Aber mir gefällt das halt so ein bisschen, die Landschaft mit einzubeziehen und ein bisschen hier zu bauen. Und das macht ja den Reiz so ein bisschen aus. So, hier noch zu. Ja, dann sollte man hier zumindest erstmal eine Fläche haben, mit der wir arbeiten können. So, und von dort oben sollen die Ressourcen runter. Dann ist schon mal wieder Nacht. Der Tag-Nacht-Rhythmus, der ist hier so schnell. So. Das haben wir ein bisschen geklettet. Mal gucken, ob das schon reicht. Weil ich möchte ja das Quarz hier mit einbinden in die ganze Chose. Wenn ich jetzt zu nah an den Felsen ranfahre, ist er nämlich verschwunden, seht ihr? Aber die brauchen wir ja glücklicherweise nicht. Aber wenn wir sie bräuchten, wäre das natürlich jetzt fatal. So. Dann nochmal schnell hier drüber, damit der Rest auch glatt ist. Nicht, dass dann irgendwelche Lüfthügel wieder irgendwo sind. Und die gibt es auch, wenn man glatt gefahren hat. Aber das zeigt so ein bisschen die Schwächen noch von dem Bausystem oder von dem Blockabbausystem. Aber ich denke mal, die Jungs und Entwickler werden das schon, und Mädels vor allen Dingen, keine Ahnung, wer das also ist, werden das schon irgendwie noch gefixt kriegen. So, hier haben wir noch. So, dann fahren wir nochmal drüber, großflächig, damit wir ja auch alles erwischen, nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Ja. Super. Dann haben wir hier jetzt sozusagen eine Fläche. Und was ich als weitere Schwäche festgestellt habe, also dass ich immer mal was essen muss, ist das halt, wir sehen sie unten bei den Lagerhallen, dass wenn da keine Betonfundamente drunter sind, dass dann an diesen Stellen dann das Gras durchwächst. Sprich, die Fläche muss zubetoniert werden. Und das wird so das größere Übel werden, weil so schnell kriegt man das Material ja gar nicht ran. Ich würde das praktisch sukzessive so mitmachen. Würde allerdings erstmal die Fläche, wo das Lager hinkommt, dann mit Beton Unterbau machen und den Rest dann nachfolgend. So, und dann gucken wir mal hoch, wo wir jetzt hier wirklich rauskommen. Zuck. Ja, weil die Höhen überspringen geht nur bedingt und man verliert halt so viel Platz. So, und die Fläche müssen wir hier hinten runter. Man verliert halt so viel Platz, ist die Eisennot gerade im Weg. Das ist natürlich jetzt, gelinde gesagt, ein bisschen dämlich. Also entweder wir gehen im Zickzack runter, aber ich wollte eigentlich schon. Wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. So, hier oben würde ich ganz gerne, das ist zumindest so mein Plan, können wir mal wegmachen.
mit Containern arbeiten. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Material im Lager, dass wir die auch bauen können. Dass ich praktisch hier wie so einen Puffer habe. Immer hoch. Weiter nur, na, dass ich hier einen kleinen Puffer habe, wo die Sachen hier oben reinlaufen. Na. Manchmal ist das Spiel beharrlich. Schon gleich im Wagenspiel. Da wirst du wieder alles platt gemacht. Hör mal den Wagen, dann machen wir das mit einmal glatt. Wo ist er denn? Ach, da unten. Juhu. Boing. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Sonst hätte ich ja, oder zumindest ist es für mich keinen merklichen. So. Und das Ding mal mit. Haben wir alles? Ja. Ist auch noch so was, dass das Material relativ schnell despawnt, wenn du was auseinanderbaust. Das ist schon das dritte Mal oder so, dass ich neue Batterien machen musste. So, wir sind oben. So, dann kommst du mal weg. Also der Wagen ist echt Gold wert, gerade wenn man so größere Fleckchen mal machen möchte. So, Batterien rein. Ja. So. Wie gesagt, auffüllen etc. können wir dann später machen. Jetzt geht es erstmal nur darum, um das Grund oder den Grund hierher zu packen für unseren weiteren Aufbau. Wupp. Da. Da kommt Trema. Er hat einen Wendekreis wie so ein kleiner Großstadtpanzer. Da. Soll halt ein bisschen der Landschaft auch noch übrig bleiben. Ja, da ist schon wieder so ein Lufthuckel. Und keiner weiß warum. Man sieht ihn nicht, er ist nicht da. Wir lufthuckeln aber trotzdem. Okay. Da. Wir brauchen den Container. Ja, die Container sind praktisch nur als Puffer, falls doch mal irgendwo die Produktion oder der Abfluss zum Stocken kommt. Dass sich Materialien ansammeln können und relativ schnell den normalen Kreislauf wieder füllen. Ich hoffe, das passt jetzt so. Sieht für mich ganz gut aus. So, dass wir praktisch von hier mit den Ressourcen hier reinkommen. Dann können die Steine nämlich weg. Die Drohne ist so schön, das macht so richtig Spaß. So, und jetzt kann man nämlich hier die Bänder hier ranziehen. Das Schöne ist mit Alt. Machen die vor allen Dingen immer gleich eine schöne gerade Linie. Ohne dass man zu sehr drauf achten muss. Im Moment alles noch Standardbänder. Schnellere Bänder können wir dann machen. Wenn wir dann wissen, wie viel wir brauchen. Ja. Gut, dann haben wir eine schöne gerade Linie. Hier dazwischen. Den Punkt habe ich extra unterbrochen, dass man notfalls hier nur so einen Teil vom Band rausnehmen können und nicht das ganze Band erneuern müssen. Darum die Zwischenstücken.
Zwischenstücken bedeuten zwar immer Fehlerquellen, aber für unseren Fall jetzt zu vernachlässigen. Na. Dann haben wir nämlich die Materialien auch hier alle gepuffert und das Ganze gibt hier ein schönes Ende. So, und jetzt würde ich von hier aus gerne nach unten wollen. Also richtig einmal konsequent gerade schräg runter. Und es gibt eine Mindestschräge, die wir einhalten müssen. Also wir können nicht einfach wahllos gerade runter, weil das macht er nicht. So. Mal gucken, an welcher Stelle wir... Da seht ihr. Und um runterzukommen. Das war natürlich jetzt gelinde gesagt dämlich. Dann unterbricht er den ganzen Spaß nämlich. Dududum, bum, bum. Latten haben wir. So. Das ist praktisch die Schräge, die wir brauchen. Und wenn wir das bis ganz runtergezogen hätten, dann würden wir so viel Schräge oder so viel Platz verlieren. So. Und die mache ich mal weg, damit ihr keine Ressourcen nach... Na, kann sich sammeln. Sind dann halt auf dem Band. So, wir wissen praktisch, wir kommen hier unten an. Jupp. Genau hier in der Not. Und das ist... Puh. Gefällt mir jetzt so gar nicht. Aber das Ganze jetzt nochmal verschieben. Außer ich lege die Not tiefer. Das müssen wir mal schauen. Ich könnte ja rein theoretisch die Not im Erdboden versenken. Dann können wir die aus dem Erdboden speisen. Aber ihr seht ungefähr das, was es mal werden soll. So. Und mal schön auf die Energie achten. So. Wir ziehen sie erstmal runter, damit zumindest die Schrägen im Felsen da sind. Dann müssen wir das nämlich nicht manuell buddeln. Naja, jetzt wird es schwierig. Nein, wir kommen noch bis ran, hoffe ich. So. Angedockt hat er. So. Mit Alt. Was dann mit den Notes hier wird, müssen wir dann mal schauen. Wie gesagt, notfalls werden sie halt tiefer gelegt. Wir sind ja relativ frei in der Bebauung. Hier wird es natürlich schwierig. Ja, ein Stück zurück. So. Wir landen mal. So. Hier geht es dann sozusagen mit den Ressourcen runter. Oder ich versenke die einfach im Erdboden und dann sind sie einfach weg. Müssen wir schauen, wie wir hinkommen. Wir haben die erstmal unten hier auf der Fläche und können entsprechend arbeiten. Warum kommt hier nichts? Das ist das, was ich sagte. Manchmal. Ach so, das ist fürs Gold. Ja, soll ja das Gold sozusagen noch ankommen. Das müssen wir auch mal noch uns organisieren. Weil, ich habe schon gesehen, für einige nachfolgende Sachen werden wir es dringend brauchen. So, geheilt sind wir. Das ist der Plan für hier. Ich werde so nach und nach die Fläche hier mal zumachen. Aber das dauert halt ein bisschen. So, das wäre der Schritt. Die nächsten Schritte wären, ich möchte gerne mein Fahrzeug aufladen. Und da habe ich nämlich ein großes Problem. Momentan habe ich den Flieger, der lädt automatisch die Batterien auf mit der Fliegerplattform. Die Plattform funktioniert aber nicht für die Fahrzeuge. Ich habe den Flieger mal hier hinten der Weile draufgestellt. Da ist er aus dem Weg. Da. Ja, das kann ich sonst eh nicht nutzen, die Fläche. So, und der lädt die Batterien. Das Fahrzeug nicht. Und es gibt einen Fahrzeughangar. Da.
ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Da, Fahrzeughangar, wo die Fahrzeuge rein können. Türen dafür, dass man den auch selber bauen kann. Eine Ladetafel, Wände und so viele Ersatzteile. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen spielen damit. Als erstes würde ich natürlich den erstmal bauen wollen. Wir brauchen 20 Stahllegierungen hierfür und nochmal 5 hier. 25 Stahllegierungen. Wir hatten die Legierungsmaschine freigeschalten. Wenn ich mich so recht erinnere, musst du das mal wiederfinden. Du bist der Veredler. Du bist die Legierungsschmiede, genau. So, das haben wir ja genutzt gehabt für die Osmium-Legierung. Und jetzt brauchen wir Stahllegierung. Und für die Stahllegierung warum sind die Container leer? Okay, wird schon seinen Grund haben. Achso, wir wollten ja gucken. Für die Stahllegierung brauchen wir Eisenbahn und Grafen. So, Eisenbahn haben wir hier irgendwo. Und die neue Symbole bekommen. Die sehen so anders aus. So, Eisenbahn haben wir. Und jetzt brauchen wir noch das Graphit. Ich weiß halt nicht, haben wir noch was im Container? Nee, das ist Basalt. Ah, da haben wir kein Graphit mehr. Müsste ich sozusagen welches holen. Und Treppen. Wir brauchen ganz viele Treppen. Mindestens hier was, wo man langlaufen kann. Das Schöne ist, dadurch, dass ich die Container hier oben dazwischen als Puffer dazwischen gesetzt habe, muss ich jetzt nicht bis ganz hinter rennen. Oing, doing, doing, doing. So, das ist es nicht, das ist nicht. Da ist es. So, und dann kann ich mir jetzt hier mal ein paar Taschen voll holen. Wum. Förderbandsurfing, das macht Spaß. Ja, wie man dann eventuell von hier aus einzelne Ressourcen nach unten ziehen mit einem Splitter, wie auch immer, müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es noch eine zweite Note, die wir hier anschließen können. Aber das ist alles so. Nach und nach. So, dann kommt hier Graphit rein. Hier kommt die rein und dann kann der uns schon mal so ein paar Legierungen machen. Eisenlegierung, Stahllegierung, macht er. Cool. Die haben wir von der Backe. Dann brauchen wir Stecker. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, beschichtete Stecker. Und hier sind alles Stahllegierung und Glas. Also beschichtete Stecker. Können wir ja mal ein paar machen. Für die brauchen wir wiederum Gold. Das haben wir natürlich jetzt. Wollen wir noch ein paar Gold bauen? Ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben sie alle verarbeitet. Wäre schlecht, weil wir haben noch keine Goldader. So, beschichtete Stecker. Kupferbahn. Kupfer ist da oben. Wenn noch was da ist. Ich glaube, wir haben Kupfer komplett aufgebraucht. Kupferplatten? Nee, wir haben keine Kupferbahn mehr. Also wieder hoch. Ja, es wird Zeit, dass wir solche Sachen automatisiert machen, dass sie dann schon mal im Lager sind. Da hüpft er mal hier hoch. Kupfer haben wir hier. Das Basalt. Kupfer da. Ja. Dun-dun-dun. Ah ja. Zum Glück haben wir noch ausreichend da. Ja, komm. Mensch. Hab gesehen, irgendwo gibt es ein Jetpack. Das ist ja kein Zustand hier. Das Rumspringen. So, dann nehmen wir die mal weg. Du machst Draht. Taschen voll. Na, super. Dann lösch die Steine mal und heb mal die Platten auf. Die waren teuer. Förderbandausgang. So. Ja. Packen wir die mal rein. Dann kann der ja schon mal ein paar Kupferbahnen machen.
Ja, in der Zeit, wo die Sachen hier laufen, hole ich mir was Frisches zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die ersten Sachen sind durch. Und ich würde mir den Fahrzeughangar erstmal hier herstellen, weil er hier am wenigsten stört. Zumindest darf man den hier reinkriegen. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht die Fläche ein bisschen tiefer gelegt kriegen. Weil auch hier, das Gras ist zwar schön, wenn alles schön grün ist, aber es stört doch mitunter. Ja, das genaue Arbeiten ist halt mal noch so eine Schwachstelle, weil der teilweise viel tiefer buddelt, als er soll. Und Steine köttelt. Aber damit müssen wir jetzt leben. So, ziehen wir mal eine Plattform. Die machen wir wieder zu. Ja, ich mag die Lücken im Boden nicht. Beziehungsweise wir können ja mal fliegen. Das geht vielleicht am besten. So. Wie gesagt, so nach und nach wird das hier eine Betonfläche. Oder die Stellen, wo es braucht, werden Beton. Du kannst weg. Ihr könnt auch weg. Ja. Dann setzen wir mal den Fahrzeughangar. Wo ist er? Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ja. Haben wir. Zack. Der steht. Und jetzt müssen wir noch die Ladewand einbauen. Hier rein, da rein. Komm, wir bauen sie hier rein. Hier stört sie nicht. So, sprich, die Fahrzeugbatterien werden jetzt auch geladen. Dachte, das lässt sich alles erledigen über den Fliegerhangar, aber nee. Und jedes Mal Batterien wechseln hin und her, da weißt du wieder nicht, wo welche Batterien drin sind. Ich nehme mal die Steine auf. Die liegen hier bloß rum. So, und dann kommen wir auf unser Fahrzeug hier rein und laden. Seht ihr? Wieder einen Schritt geschafft. Naja, wird langsam. So, nächstes Ziel. Die packen wir mal hier rein. Die brauchen wir jetzt nicht. Dann brauchen wir hier das Kupfererz. Das können wir oben wieder mit einem Kreislauf packen. Oder haben wir hier noch ein bisschen Platz? Ja, ich habe hier oben keinen Container fürs Kupfererz gesetzt. Und immer alles manuell hier rein schlonzen ist jetzt auch nicht so. Aber hier haben wir keinen Platz. Wo packen wir denn den ganzen Käsequatsch mal hin? Hier. Ist zwar jetzt nicht sortenrein, aber das ist egal. Die Steine schmeiße ich mal raus. Die brauchen wir nämlich jetzt nicht. Zack, zack, zack. So, ein Golderz kommt mit hier unten rein. Oder die Goldstangen. Ja, da macht ihr nur noch ein bisschen Platz. Ja, passt. Ja, passen die mit hier rein? 18. Naja, dann haben wir die halt übrig. Was soll's? Raus damit. So, Draht brauche ich jetzt nicht. So, den Golddraht. Vielleicht kann ich den ja ins Lager packen. Haben wir da noch einen Platz frei? Da. Packen wir mal die Sachen hier rein. Eisenplatten werden wir brauchen. Die Dinger können hier rein. Rotoren. Ich glaube, da werden wir auch noch ein paar brauchen. Für die Splitter. Wir können ja mal gucken. Wie viel brauchen wir denn für eine fortgeschrittene Bergbaumaschine? Das machen wir dann später. In der einfachen Richtung reicht. Zahnräder haben wir, das haben wir, das haben wir. Eisenplatten sollten auch genug da sein. Wir können mal schauen, wie viel im Lager sind. Weil wir werden jetzt eine ganze Menge Eisenplatten brauchen. Das kann ich euch schon mal sagen. Machen wir mal so. Da können die oben die sich nämlich füllen. Und da wir jetzt nicht so viel Beton brauchen, darunter, darunter. Ja, ist eine
Eine wirre Taktik, aber... So, dann haben wir nämlich hier... Gut. Der Beton füllt sich ja wieder. Ja. Das war natürlich wieder... So, ich brauche praktisch die ganzen Reihen. Hier läuft Beton rein und hier die Eisenplatten. Eine Reihe Eisenplatten, die nächste füllt sich und den Beton entsorgen wir. Das Schöne ist, hier gibt es nämlich, habe ich nämlich gesehen, ein kleines, tolles Mülleimerchen. Guckt mal da. Kostet nicht viel. Und zack, ist es weg. So. So, Eisenplattenstangen sind da. Lass uns mal zum Flieger. Ich möchte nämlich... die Goldstrecke anbinden. So, und wir haben ja hier... wir können ja mal gucken. Na komm. Jupp. Hier möchte ich mit dem Gold rauskommen. Ungefähr hier. Wenn es geht, sogar auf der Höhe. Und das wird natürlich schwierig. So, hier auf der Höhe möchte ich rauskommen. Mit dem Gold durch den Berg. So, dann habe ich was gesehen, was richtig cool ist. Mit F3 kann man sich nämlich anzeigen lassen, wo man ist. Wir sind jetzt bei minus 10,23 und Höhe 111. Beziehungsweise minus 19,68. Das ist praktisch unsere Position. Und je weiter wir vorgehen, der erste Wert ist praktisch der Wert nach Westen. Der erhöht sich. Und im besten Fall ist der Wert nach Norden der gleiche. So, und jetzt wird es nämlich wild. Aufgeschrieben haben wir es. 1968 müssen wir hin. Lass uns mal mit dem Flieger mal über den Bergkamm fliegen. Ob wir da irgendwie sauber zum Gold kommen. Ja. Ja, wir kommen praktisch hier hinten irgendwo raus. Gut, dann lassen wir fliegen mal hin. Wenn ich mich hier manuell durchgrabe durch alles, ist mein Ziel hier einfach nicht abstürzen. Oh. Gesundheit. So, wir sind jetzt bei 1988. Das habe ich geschrieben, 1968. Hier ungefähr ist die Position, wo wir rauskommen müssen, um hier an der Stelle rauszukommen. Wir sind bei 216 Höhenmetern. Wir müssen praktisch 111 Meter runter. Das ist eine ganze Menge. So, wo haben wir jetzt unser Goldvorkommen? Da hinten. Hab ich einen Stein gesetzt dort. Ja, das ist schon ein Weg darüber. So. Man sollte mit mal wissen, in welche Richtung es geht. Bauen wir uns mal einen Pfeil rein. Da. Ja. Ah ja. So. Nein. Ja. Zack. So. Das ist unsere Diagonale. Und von hier aus müssen wir sozusagen einmal durch den Berg durch. Und das 110 Meter tief. Dann könnte ich mal sagen, ich mache das super schön. Aber ich sag mal, was willst du denn hier super schön machen? Das ist mitten in der
Wallerei mitten in der Pampa. Also ich könnte mir das Golderz jetzt hier wirklich runterziehen bis auf die Höhe, die wir brauchen. Finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so toll. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier noch Goldvorkommen. Wollen wir mal rüber gucken. Wo ist der Flieger? Da hinten. Lass mal vielleicht sagen, wir schlagen einen großen Knick durch. Aber da, ach, das ist mir irgendwie zu wild. Aber wir können ja mal gucken, wie tief wir da ankommen. So, wir hätten da unten noch Gold, haben wir ja gesehen. So, wupp. Ja, solange die Temperatur mitspielt, ist ja in Ordnung. So, wir haben als 10,22 war unser Wert der erste, ne? Bei welcher sind wir jetzt hier? Ja, hier hinten gerade durch macht jetzt auch wenig Sinn. Minus 10,22 und 161 Meter. Mir schwebt jetzt so ein Gedanke vor, zu sagen, okay, lassen wir die mal außen vor, beziehungsweise wir können ja sagen, in diese Richtung. Wie sieht denn das Raster hier überhaupt aus? Ich möchte ja so meinen Monk so ein bisschen befriedigen und dann soll das auch rastertechnisch passen. So, wir ziehen einfach mal die Punkte hier rüber. So, das ist unsere Linie. Wie weit kommen wir denn? Ziel muss sein 21,99. Ah ja. Ist halt eine Menge Weg. Dann könnte man nämlich mehrere Ressourcen anbinden. Ja, und jetzt hier mit dem Tunnelbohrer durchfahren ist jetzt vielleicht auch nicht so das Wahre. Ich liebe es, wenn man einen Plan hat. Der Plan halt nur im Kopf ist. Dann die Umsetzung wird dann lustig. So. Wir wollen in diese Richtung. 22,29 muss bleiben. 22,29. Letzte Wert ist Richtung Norden. Norden ist dort. Also es ist Gegenstück Süden. So. 16,89 und das bei 164. So, 16,89 bei 164. 16,89 bei 164. Na komm. Hilfe, ich hänge. So. 16,89 wäre hier. Das bei 164. Oh. Das ist ja mal hoch. Oh, 164, ne? Kommen wir denn jetzt auf 164 hoch? Roni, du musst mir mal helfen.
Das wird sonst nichts. So. ...164. Das ist die Höhe, wo wir rauskommen wollen. Die 189. Also noch weiter rüber. Gott, das wird ein Experiment. Wie gesagt, das ist alles jetzt nur erstmal so Mutmaßung. Ob das so funktioniert, werden wir gemeinsam rausfinden. Machen wir so. Dieser Block muss es werden. So. Das wird ein Spaß. So, gib mir mal einen Container. Den haben wir. 189, 64. Wo sind wir denn überhaupt? Achso, wir... Jetzt hier hochkommen. Wird bestimmt spaßig. Puh. Na gut, dann muss es der weite Weg werden. Nützt nichts. Na. Ist halt ein bisschen glitschy, das Hüpfen, aber... Essen, trinken haben wir ja genug mit. Beim Trinken. Wir müssen ja gar nicht trinken. Ja. Dumm, bumm. So, wir sind oben. So, 1689. War hier. Wenn wir uns dann hier runterstürzen, sollte es dann funktionieren. Das Problem ist, wenn ich das Band einmal in der Hand habe, kann ich zwischendurch nichts essen und nichts trinken. Ich hoffe, wir kommen hier ordentlich hoch, ohne größere Schwierigkeiten. Und ich hoffe, wir haben genug Bänder einstecken. Weil ihr seht, es ist schon ein weiter Weg, den man da nehmen muss. Also haben wir die Sachen dann wenigstens vielleicht alles so zusammen. 174, da 164. Da. So, das machen wir hier mal kurz frei. Stellen uns hier einen Container hin. Ja, sind wir bei 162. So, schnell eine Hütte für Sauerstoff. Weil damit wir den Rückweg auch überleben. Wie gesagt, ist ein großes Experiment. Ich bin ja mal gespannt. So. Sollte aber meines Erachtens nach so funktionieren. So, wir legen das Band hier an. Und dann geht es schnurschnacks rüber. Ich muss aufpassen, dass ich mich auch wirklich an der richtigen Stelle runterstürze. Dann sollte es eigentlicherweise einen super geradenen Tunnel geben. Oder fast super gerade. 89. Da. Spring, nur Mut. So, wenn alles gut läuft, haben wir jetzt hier einen geraden Tunnel einmal durch. Cool. Din din dim bim.
Naja, wir haben so 2 Pünktchen Höhenunterschied, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Wichtig ist ja, dass wir den Punkt erreichen. Ja, gegen das Band zu laufen ist natürlich auch verdammt dämlich. Das Schöne ist, wir sehen jetzt eine schöne gerade Linie hier. Wir müssen aber hierher. Darum bin ich mit dem Stück schon mal rüber, dass wir von hier aus hier runter buddeln können. Da müssen wir jetzt gucken, welcher Punkt das war. 1022. Beziehungsweise 1968. Hey. 1968. Was? Wirklich schon hier? Minus 1968. Ja, man hätte auch mit dem Tunnelbohrer durchfahren können. Aber ich finde, mittendrin kann es schon mal passieren, dass man die Richtung ein bisschen verlässt. Und so haben wir wenigstens hier. So. 1968. Ich will eins rüber. Ah, da müssen wir mal noch ein Stückchen größer machen. Wildes Experiment. Goldbeschaffung. So. Die Höhe ist da erstmal noch unerheblich. Weil durch die Felsen durch sollte das nicht stören. Machen wir das mal weg. So, das noch weg. So, dieser Block. 1968. So. Wollen wir jetzt einen Container hierher kriegen? Mach den mal dort. So. Na. Ach du dummes Band. Hast du jetzt hin, Container? Da zeigt er mal die richtige Richtung an. Manchmal ist es so schwierig zu erkennen, welche Richtung der sich dreht. Geh weg. Wehr dich nicht, du musst sowieso fort. So, 68, das passt. 165, ne, wir haben 111. Wir sind noch ein bisschen hoch, aber ich glaube, viel tiefer müssen wir jetzt hier nicht. So. Und jetzt wird's wild. Wir brauchen Sauerstoff. Ich muss den ganzen Weg dann wieder zurück. Muss ja einen Flieger da wiederholen. Haben wir am anderen Ende überhaupt einen Container gesetzt? Nee, ne? Nein, nicht so schlimm. So. Heilen. So. Und jetzt Attacke. Nicht hier rein. Wenn jetzt die Platten nicht reichen, dann wird's wild. Dann war das die ganze Reise umsonst. Aber sollte eigentlich im Lager genug sein. Wir haben ja dafür gesorgt.
Also ich finde das automatische Bohren gar nicht so verkehrt. Zumindest, dass er sich da selbst die Löcher durchfrisst. Durch den Felsen. Klar, man könnte es auch mit einem Tunnelbohrer machen. Aber warum? Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Ich hoffe es ja. Da, guckt. Ich sehe schon das Grün. Irgendwie einmal völlig abgekommen, weil ich kann auch jetzt nicht auf die Karte gucken. So. Tausend Meter in die falsche Richtung gerannt. Super. Aber das können wir ab. Das Sauerstoff muss halt halten. Ja, lang. Ah ja. Ist doch nur ein Weg. Ja. Und jetzt sollte rein theoretisch, wenn alles gut geht. Das Band dort ansnappen. Außer er sagt, das Band ist jetzt zu lang. Dann habe ich ein Problem. Wenn warum er das rot anzeigt. Nicht genug Eisenplatten. Eigentlicherweise sollten wir hier. Toll, der ganze Weg umsonst. Band zu lang, kann das sein? Ja, dann werde ich wohl eine Zwischenstation machen müssen. Naja, ihr seht, ich bin noch ein bisschen am Knobeln. Den Plan kennt ihr. Ich werde mich noch ein bisschen betun. Vielleicht liegt es auch wirklich dran, dass das Band zu lang ist. Müssen wir mal schauen. Gut, es geht voran. Ich danke euch für Zuschauen und euer Interesse. Liked die Folge, abonniert den Kanal. Und zur nächsten Folge haben wir eine Lösung. Ich werde berichten. Also in diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.